bis man geöffnet hat, möchte ich noch erklären, Markus 16, Verse 9 bis zum Schluss, fehlt ja in gewissen wenigen, übrigens wenigen, griechischen Handschriften. Das sind die Handschriften, die der Nestle-Aland-Text als die besten bevorzugt. Und genau dort wird das weggelassen. Warum haben gewisse Handschriften das nicht? Aber die Masse der Handschriften bestätigt ganz klar als Mehrheitstext die Echtheit von Markus 16, 19 bis 20. Aber woher kommt das? Wer hat in seiner Bibel da irgendeine Fußnote bei diesen Schlussversen 8 bis 20, dass das nicht ursprünglich sei? Vers 26, die Verse 9 bis 20. Ja, was steht da? Stehen nicht in zwei der ältesten Handschriften. Also in Ihrer Bibel wird nur gesagt, dass zwei der ältesten Handschriften diesen Abschnitt nicht haben, aber sonst wird nichts gesagt. Und den Vatikanus. Ja, Sinaiticus und Vatikanus ja. Haben das nicht. Aber sonst steht nichts. Haben diese Verse mit einigen Auslassungen und verschiedenen Themen, aber die Stelle wird von Irenaeus und Hippolytus in dem 2. und 3. Jahrhundert zitiert. Jawohl, also da wird auch darauf hingewiesen, dass aber eine ganz frühe Bezeugung aus dem 2. Jahrhundert, Irenaeus, schon da ist. Aber hat jemand eine Bemerkung, dass das nicht dazugehören soll? Weil in der theologischen Literatur, und zwar evangelikal, ist es sehr üblich zu sagen, dass diese Verse eine spätere Hinzufügung seien und nicht dazugehören. Aber der Fakt ist, die Masse der Handschriften bezeugt diesen Schluss. Aber es gibt Handschriften, die haben das nicht drin. Genauso wenig wie zum Beispiel die Geschichte von der Ehebrecherin in Johannes 8, dieser erste Abschnitt, fehlt auch in Vatikanus und Sinaiticus, im Gleichen. Aber Augustin, dieser Kirchenlehrer um 400, schreibt, dass manche diesen Abschnitt über die Ehebrecherin aus ihren Manuskripten herausgenommen haben, aus Mangel an Glauben. Wenn man überhaupt sagen kann, dass sie Glauben haben. Weil sie dachten, dass dieser Abschnitt ihren Frauen eine Rechtfertigung geben könnte, um Ehebruch zu begehen. Also aus bestimmten Gründen haben Leute das rausgenommen. Und darum in wenigen Handschriften fehlt das. Aber die Masse, die überliefert ganz klar Johannes 8, gehört dazu. Ist original. Und wie ist das mit Markus 16? Ein paar wenige haben das nicht. Wer hatte ein Problem mit diesen Versen? Das müssen wir uns mal vorstellen. Nachweislich ab dem 2. Jahrhundert, da gab es keine Apostel mehr. Der letzte, der in die Herrlichkeit gegangen ist, war Johannes. Um das Jahr 100, am Anfang der Regierung von Kaiser Trajan. Um 100. Und damit hörten diese Zeichen und Wunder der Apostel auf. Und auch Barnabas war verstorben. Philippus. Stephanus und wer auch namenlos sonst noch dazugehörte. Und dann hatten die Gläubigen ein Problem. Aber das steht doch. Diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. In meinem Namen werden sie und so weiter. In neuen Sprachen reden und etwas Giftiges trinken und so weiter. Und wir sehen das nicht mehr. Wahrscheinlich gehört das nicht dazu. Und es wurde entfernt. Also das ist eine Interpretation, nicht wahr? Das kann man nicht so beweisen. Aber es ist einfach die Frage, und aus Ableitung, wie das gegangen ist mit Johannes 8, da hatten Leute mit dem Abschnitt ein Problem. Und was für ein Problem kann man haben mit Markus 16? Ist doch so schön. Der Auferstandene geht in den Himmel, nimmt den höchsten Platz ein und dann stärkt er die Jünger, die jetzt weiter wirken an seiner Stadt auf Erden. So hört das auf. Ist doch wunderbar. Aber da konnte man ein Problem haben. Ja, und da müssten wir ja auch. Es war nicht mehr so. Ab dem 2. Jahrhundert. Augustin schreibt zum Beispiel in seinem 1. Johannes-Kommentar,
die Sprachenrede als Zeichen trat auf damals und ist wieder verschwunden. Heute ist keine Spur davon. Boah. Aber Markus 16 steht, sie werden in neuen Sprachen reden. Warum ist das jetzt plötzlich weg? Und das war ein Problem. Und das erklärt, dass gewisse aus ihren Manuskripten den Abschnitt weggenommen haben. Aber der gehört dazu. Und die Erfüllung ist bereits gegeben in der Apostelgeschichte, dass eben solche, die nicht Apostel waren, sondern durch die Apostel zum Evangelium geführt wurden, dass die auch Zeichen und Wunder getan haben. Der Herr sagt ja nicht für alle Generationen, sondern sagt einfach, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und die Frage ist offen. Für damals oder für alle Zeiten? Und gut, kirchengeschichtlich müssen wir sagen, das war für damals. Aber damit ist es erfüllt. Und Markus 16 gehört 100% zur Bibel. Also man muss sich ja nicht durch Leute da irgendwie in Verwirrung bringen lassen. Das ist so klar und so deutlich bezeugt. Und ist auch intern so stark, wenn wir denken, im Markus-Evangelium wird der Herr Jesus vorgestellt als der Diener, nicht wahr? Der kam, um zu dienen. Und er war treu bis zum Tod. Aber dann in diesen letzten Versen wird gezeigt, und dann wurde er aus dem Grab erhoben, in der Himmelfahrt erhöht, und was in keinem der anderen Evangelien dann gesagt wird, er setzte sich zur Rechten Gottes. Der Jesus sagt ja selbst in Matthäus 23, wer sich selber erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selber erniedrigt, wird erhöht werden. Und Markus 16 zeigt als einziges der vier Evangelien, dass alle drei Dinge, er ist auferstanden, das steht in allen Evangelien, er ist in den Himmel gefahren, das steht nur noch in Lukas, und er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, das steht nur in Markus. Da, wo der Knecht vorgestellt wird, der sich erniedrigt hat bis zum Tod, der wird erhöht auf den Thron Gottes. Aber was tut der Knecht auf dem Thron? Er arbeitet weiter. Denn die zwei letzten Verse sagen, dass jene Jünger dann ausgegangen sind und der Herr hat vom Himmel her mitgewirkt und ihr Wort durch Zeichen bestätigt. Also, er wirkt weiter, ist weiter der Diener. Das zeigt, wie das ist ein internes Argument, nicht wahr? Wir haben extern die äußerlich die Handschriften, mit denen wir beweisen können, das ist echt. Aber auch intern die Struktur des Evangeliums, das ist Design, sagt man heute. Gibt es ein besseres Wort als Design auf Englisch? Andreas wüsste vielleicht etwas Deutsches. Ja, du bemühst dich doch um richtige deutsche Ausdrücke, wenn wir es können. Genau. Aber bei Design. Also es gibt eben so eine Struktur, die auf Intelligenz und Planung hinweist. Ja? Und genau diese Struktur und Planung ist im Markus-Evangelium so erkennbar bis zum Schluss. Und so war das also unbedingt wichtig, dass dieser Schluss so geschrieben war, aber dort geht es eben um diese Zeichen, die auch Nicht-Apostel tun sollten. Und das hat sich aber erfüllt. Aber eben die Apostel, die stehen schon ganz speziell. Und ein Apostel musste beglaubigt sein durch Zeichen und Wunder und mächtige Taten. Diese drei Kategorien, nicht nur Zeichen und Wunder, sondern auch noch mächtige Taten. Und das sehen wir bei all diesen Aposteln.